Moderatorin Sarah Kuttner will uns mit diesem erstmal skurril wirkenden Auftritt etwas extrem Wichtiges zeigen, damit Außenstehende sie besser verstehen können. Denn die 44-Jährige hat ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Im Grunde sieht es so in meinem Kopf aus. Alles ist da, alles ist interessant, alles ist zu viel, alles ist nicht ordentlich. Ein Teil von mir denkt, hier ist ein Schickbild, sollte ich jetzt mal eine Ukulele spielen? Ah, der Hund ist so niedlich. Habe ich wirklich ein Buch geschrieben? Denn das größte Problem bei ADS ist eben, du hast keinen Reizfilter. Es ist einfach Lärm. Es ist wie ein beschissenes Dauerkonzert im Kopf. Und trotzdem muss man funktionieren. In meinem Kopf wohnen 100 kleine Affen. Und jeder spielt ein Instrument. Die ehemalige Viva-Moderatorin hat schon von klein auf gemerkt, dass sie anders ist. Lauter, unruhiger und unkonzentrierter als viele andere Menschen. Aber erst im vergangenen September bekommt sie die Diagnose ADHS. Das bedeutet, ihrem Gehirn fehlen bestimmte Botenstoffe, wodurch es nicht angemessen funktioniert. Diese Erkenntnis ist für Sarah eine echte Erleichterung. Was mir an der Diagnose auch so wichtig war, dass das der erste Moment war, wo ich wusste, ich bin gar nicht verrückt. Ich bin gar nicht scheiße. Weil das ist was, was wir oder ich zumindest mein ganzes Leben lang habe, das Gefühl, eine Zumutung zu sein. Ich habe das Gefühl, ich bin zu viel, zu laut, zu chaotisch. Ich will mich dauernd entschuldigen bei Leuten, weil mir das Umfeld eben auch spiegelt. Sarah, mach mal ein bisschen weniger, das ist schon sehr viel, es dreht sich immer um dich. So, das sorgt dafür, dass man Angst kriegt, dass man sich scheiße findet, dass man nicht sicher ist und glaubt, ich mache etwas falsch. Und mit einer Diagnose weiß man, nein, mein Gehirn macht was falsch, aber da habe ich ja nichts mit zu tun. Und das hilft irgendwie. Und genau deshalb spricht Sarah Kuttner auch öffentlich über ADHS, weil sie für mehr Akzeptanz kämpfen möchte. Bei den Betroffenen selbst, aber vor allem auch in deren Umfeld. Die Leute sagen immer noch, na, Kinderkrankheit. Alter, welche Krankheit hört denn mit 18 auf? Jeder, der als Kind ADS hatte, hat das jetzt auch ziemlich sicher. Aber er wird nicht ernst genommen, denn es ist eine Kinderkrankheit. ADS haben nur anstrengende Arschlochkinder, was auch so unfair ist. Alter. Aber auch das Verständnis für diese Kinder. Ja, Mann, die nerven und die schreien und die springen von A nach B. Aber das ist ein körperliches Ausleben von der Panik und dem Chaos innen drin. Wenn du nicht weißt, wohin mit dir, dann wirst du zappelig. Ich verstehe, dass das nervt. Aber die machen das nicht mit Absicht. Wenn Menschen mit ADHS sich übrigens extrem für etwas interessieren, dann können sie sich konzentrieren. Und zwar länger und effizienter als andere Menschen. Sarah Kuttner hat zum Beispiel 4 Romane in jeweils nur 3 bis 6 Monaten geschrieben. Hyperfokus nennt man das. In einem Moment voll im Tunnel, im nächsten Moment wieder total hebelig. Wie ist es eigentlich für Sarahs Mann Christoph damit umzugehen? Die beiden haben sich vor etwa 6 Jahren kennengelernt. Es ist so, dass mein Mann auch deswegen der coolste Mann der Welt ist, weil der genau das an mir liebt. Und ehrlich gesagt hat er auch ADHS, weshalb ich ihn vermutlich toll finde. Wir sind beide wie 2 Kinder. Unsere Wohnung ist voller Spielzeug und bunt. Und können wir das machen? Hi, kann ich dein Lego haben? Das war das Beste, was mir passieren konnte. In einer anderen Beziehung könnte das schwierig sein. Andererseits sind ADHSler jetzt auch keine Monster. Also wir sind nur einfach nicht... Wir können unsere Aufmerksamkeit nicht gut halten, aber wenn man uns ein bisschen challenged und Sachen, die langweilig sind, zu einem Spiel macht zum Beispiel, dann sind wir am Start. Ich kann sehr gut Schrauben sortieren. Das will niemand, aber mich befriedigt das, weil dann kann ich, gleiche Größe. Und sowieso haben ADHSler unzählige außergewöhnliche Fähigkeiten, von der unsere ganze Gesellschaft profitiert. Welche das sind, erzählt uns Sarah Kuttner in ihrer aktuellen Vox-Stimme, mit der sie dafür kämpft, dass man die kreativen ADHS-Chaoten endlich nicht mehr als Außenseiter, sondern als Superheldinnen und Superhelden sieht.